Für Nick Jonas, 26, läuft es gerade richtig gut. Vor wenigen Wochen erst heiratete der Sänger und Schauspieler seine große Liebe, die aus Indien stammende Schauspielerin Priyanka Chopra, 36. 3 Tage dauerte die Märchenhochzeit des schönen Paares, während der sich hinduistische und westlich-christliche Elemente miteinander verbanden. Nach dem privaten Erfolg startet Nick jetzt auch beruflich wieder durch, er wird bei der Fortsetzung des Blockbusters Jumanji dabei sein. Der 26-Jährige wird im 2. Teil des mega erfolgreichen Kinospektakels als Alex Jefferson Siplane Mcdionukha zu sehen sein, das berichtet das Online-Portal Deadline nach Informationen des Produktionshauses Sony. Neben Nick sind auch Dwayne The Rock Johnson, 46, Jack Black, 49, Kevin Hart, 39, und Karen Gillan, 31, wieder am Start. Danny, 72, DeVito und Danny Glover werden das Team für das Sequel des Fantasy-Spektakels ergänzen. Regie führt, wie bei Teil 1, J.K. Stan, 44, der erste Teil von Jumanji, angelehnt an den gleichnamigen Film-Hit mit Robin Williams, Kreuz 63, aus dem Jahr 1995, dreht sich um 4 Highschool-Schüler. Sie müssen nachsitzen und entdecken dabei eine ausrangierte Spielekonsole. Als sie das Spiel aktivieren, werden sie plötzlich ins Game gezogen und erleben im Körper ihrer Avatare unglaubliche Abenteuer. Über die Handlung von Teil 2 hält sich Sony Pictures noch bedeckt. Bislang ist nur bekannt, dass der Film im Dezember 2019 in den USA starten soll.